Was geht ab, liebe Pokémon Freunde? Wir sind zurück wieder mit dieser und der Bewegung. Ihr seht die Bestrafung, die ich gewählt habe. Ich sehe fast nichts und es halt und schallt in der Maske unheimlich. Ich hoffe, dass mir. Ich bin froh, dass mir heute beim Battle of the Box ist. Das ist sehr Corona-konform, die Smoke. Ja, genau. Battlestar ist Kampf in der Hand und da kein Knurrbock drin ist. Nee, weil das wird nicht umbringen. Also es ist quasi Battle of the Displays. Es ist Battle of the Boxes, die Display Edition, dachte ich, ja. Display Edition. Wir schweigen. Ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, wie gut ihr mich verstehen. Warte nur, die Ausschläge auf dem Mikro sehen ganz gut aus. Kannst du die überhaupt sehen? Ich kann jetzt lieber, das sag ich jetzt. Warum denn? Ja, Danny, das Video, das Video wird sehr witzig. Also es ist sau laut, hier drin ist es. Boah, ist es. Hört ihr sticky? Ja, das ist es. Vor allem Huster ist da drin sehr geil, weil erstens mal schallert es da die Ohren weg. Und zweitens, ja. Bringt es halt einfach nichts, ne? Also ich würde sagen. Emily, Battlestar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob. Wie gut die Ausbeute ist und wie ähnlich oder halt unähnlich wir sind. Das ist jetzt wirklich sehr interessant. Machen wir Kartentrick oder nicht? Wenn du eine ganze Display hast, ja, und ich eh schon Probleme habe, ja, dann müssen wir nicht unbedingt eine Karte drücken, aber ich muss hier näher kommen. Das sieht sehr gut aus. Fenster, Fies, Homolung, Kramok, ein Volti. Ein Teleport, Energie und. Wow. Werthalt und Übrigens ist die Rare vor der Energie. Aber es gab keine Reserve, Herr Doktor. Ich hab nichts. Stimmt. Und ich hab direkte Victime Comics. Ah. Stimmt. Erkennst du das? Ja. Gut. Ich bin ich. Ja. Und? Süße Energie! Die süße F mit Maske, das ist vollkommen egal, ne? Bronzer, voll. Ja, ne, gut! Ah ja? Schlurfleck! Aber. Immer noch gehitzt? Ne. Aber du hast erst drei Booster aufgemacht. Ja, aber du hast schon was. Ja, Gott sei Dank. Süße Energie. Wenn, du so weitermachst, brauchst du dann jetzt Liebe für dich. Danke. Okay. Ist nix, alles gut. Also, du hättest aber vorher wohl die Hall Camel können, ne? Das ist ja. Da sind die Haare drin. Das sind Bibi und Tina, vor der wir sind Sabrina. Genau, wir sind reichende Freunde. Weißt du, wie witzig das eigentlich ist, wenn man dich in einem Video da sieht? Ja, ist nichts. Ach, ja. Hallo! Irgendwie erinnert mich das an die Serie, da wo es mal gehabt. Wie war das Ding auf Netflix? Daniel! Ja! Jack Horseman! Genau! Daniel! Ja! Mit dem Pferdekuss! Dankeschön! Ich würde nicht nötig gewinnen! Der Moment bin ich her! Bist du! Was haben wir denn drin? Was geht denn von meinen Freunden? Nikrosma! Oh! Jo! Hast du doch alles noch irgendwo 4000er, wo du die Hütte rausziehst, du? Nee. Vielleicht schon ein Baum versteckt. Guckst du also, dass du alle da in die Kamera hast oder so? Mach schon wunderbar. Profi halt, ne? Ja. Als hättest du es mal gelernt.
Als hätte ich es nur genannt. Ist doch das Licht auf. Licht ist da. Ich hab wieder einen Punkt. Alter. Ah. Punkt. Endlich. Nice. Ja, wir haben jetzt mittlerweile mitbekommen, dass die unsere Community nicht will, dass wir aufhören mit Battle of the Boxes. Das bedeutet aber, wir brauchen Bestrafungsideen, Leute. Leute. Ja, langsam gehen uns die Reserve aus. Die Reserve. Also wenn ihr eine Bestrafung für uns habt, sagt Bescheid. Schreibt zu uns. Lasst uns sie wissen. Egal was es ist, montags im Stream, jetzt, sofort, Instagram, wie auch immer. Unter die Kommentare, uns vollkommen egal, Hauptsache wir haben ein paar Ideen von euch, die wir unter Umständen umsetzen können. Ich meine, eine Kuchen gebacken habe ich auch schon, statt ach irgendwo drinnen. Willst du vielleicht ein bisschen Luft holen? Ne, ich zieh's jetzt. Und dum dum dum, Bikini. Bikini V. Punkt für mich. Sehr gut. Ich lief dir dann später, sie fucking, Punkt. Also ich würde witzig finden, was haben wir gefunden am Battle of the Boxes? Wer schneller so ein Mega-Konstrukt-Ding aufbaut? Beide dasselbe? Oh ja, das wäre interessant. Ja, genau. So ein Zeitraffer. Vielleicht sogar einer von uns gegen unser Chef oder so. Das ist toll, ne? Ja. Willst du mir mal tauschen, was liebe du? Ach, stopp, ja, Moment, bevor die... Bevor die Folie-Polizei wieder kommt, ja. Mach ich das. Was, warum? Ja, das ist ja unfassbar. Ich krieg nichts. Danke. Damit es mal Schluck drin ist. Bitte. Anok, jetzt da, trink mal Schluck. Ja, die Anok. Hallo, Anok. Hallo. Danny kann jetzt schlecht trinken. Kannst du nur der Schnut über ins Wasser halten, vielleicht über den Rand. Ja, ja. Im Übrigen, am Wochenende ist wieder Team-Challenge, meldet euch an. Ja, erzähl mal ein bisschen was. Ganz, was ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen ambitionierte, gute TCGO-Player. Damit wir am Samstag um 18 Uhr unsere Teamstelle. Naja, stopp, das ist ja eine Woche drauf. Entschuldigung, nicht dieses Wochenende, weil das ist ja Feiertag, eine Woche drauf. Samstag brauchen wir ambitionierte Spieler, die Bock haben, sich mit uns den Abend zu versauen oder halt nicht. Oder vertreiben, sagen wir mal vertreiben. Vertreiben ist ein gutes Wort. Und der Gewinner dieser Teamqualifikationsrunde darf sich dann als Teammitglied des Team Battle Bears ja, beglückwünschen lassen. Und wird dann voraussichtlich im Sommer dieses Jahres gegen andere Läden europaweit messen. Das würden wir sehr cool finden, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich werde auch dran teilnehmen. Also ein bisschen Luft abgelassen. Ich werde auch dran teilnehmen. Also habt ihr auch die Möglichkeit, mich mal in die Schranken zu weisen. So, Alter, falsch rum, aber ins Gesicht, du Hund. Alter, Fullerart. Die ist cool, die haben wir nicht gesehen. Halt die Moschette hoch. Ja, ich halte die Moschette hoch. Ja, also ambitionierte Spieler, die hat ja Bock haben, im Team zu agieren. Genau, dazu gehören auch wöchentliche Trainings, quasi einfach ein bisschen um die Meta kennenzulernen. Also du gehst wirklich da vielleicht einfach mal drum, dass man sich abends zusammensetzt, mal kurz quatscht, was so neu ist und was man spielen will. Hat vielleicht irgendjemand einen Tipp oder eine Idee oder will jemand da Deck testen oder... Ich glaube jetzt. Ist wahr. Ja, okay. Genau. Also das wäre natürlich wichtig, gehört dazu, wenn man im Team spielt. Mimigma! Hast du da Hits jetzt? Ja. Das gehört alles dazu. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Bock drauf hättet, einfach ein bisschen mitzumachen. Weil ich noch ein paar Leute dafür suche. Ja, würde ich einfach mega cool finden. Voll, ja. Ja, bin dabei. Ja. Das ist direkt A. Wenn du auch gleich probiere. Ist es nicht so fast, dass du sogar vor mir bist mittlerweile? Ja. Vermutlich. Doch, doch, doch.
Für alle, die auf Instagram vielleicht nicht so unterwegs sind, das sollte man tun. Das ist eine Verlierung. Ja. Dann gibt es wöchentlich die Bären-News mit dem etwas anderen Danny. Quatsch, Bären-News um so auf, ja. Ja. Und vor allem würde mir gerne mehr Abos, mehr, weil ich will alles hoch. Ich will eine coole Box im Shop haben und will die hochschweife können. Hashtag hochschweife können. Ein Wulaosu fließender Angriff. Ach, zieh, der Pferd. Ja. Bondirex. Nicht schlecht. Jetzt machen wir tatsächlich das identische Display. Und auch wirklich, jetzt haben wir am Schluss genau exakt gleich viele Punkte. Das ist passiert? Ne. Glaubst du, du hast mehr Punkte als ich? Jo. Was macht dich so sicher? Sieht das nicht zum glücklichen Gesicht aus? Wunderglücklich. Hä? Ja, ich seh's. Sieht das aus wie ein Glückspferd? Was, dann wird's gar nicht das Glückspferd. Yo! Geil! Das sieht gut aus! Luxtra! Das sieht gut aus! Denny! Ja? Ja! Wie viel Grad hast du so ohne Krone eigentlich? Okay. Guck mal. Wann kommen die Hobbits? Die Hobbits? Ja. Wenn sie denen so rücken, die schmeißen dann der Schicksalsberg. Ja. Das war wieder schlecht, ne? Ja, richtig schlecht. Ja, kann du so. Einfach abhake und weg. Vergessen das. Ist nie passiert. Boom. Oh, da ist auch mal. Ich lege jetzt nur Gas. Das kann zu, weil ich hab. War schon warm. Was wie besorgt das Problem? Oh, das wird gut. Eine Stunde später. Robert, neues. Danny, ja. Das sieht ja fast gut aus. Ja. Ich bin ja schon ein bisschen beeindruckt, was du dir was du jetzt an den Tag legst. Aber bei dir doch, du wächst aber nicht. Alles gut. Ich lege nur mal Punkte mal dahin. Noch ein Stück vor. Ja, jetzt. Oh, perfekt. Perfekt. Und, nein. Xiaogon. Ein Xiaogon, was wieder in den Punkt bringt. Ich habe übrigens vorher Fuller VMAX gezogen, ne? Ja, hast du wieder ohne Stuhl gehabt. So liegt. Ja, warte. Ein Biest, Wulaosu, fließender Angriff. Warte ab. Absolut mega gutes Pokémon. Warte ab da hier. Wulaosu. Also wenn ich das bisher gehabt hätte, als Spieler würde ich mich sehr zufrieden schätzen. Also ich bin dir davor, dass mir das nächste Battle ja. Und noch so Mats besorgen, falls du das jetzt siehst. Okay. So als Taube dann? Ja. Taube. Na gut. Können wir machen. Bitte gehen raus an die Familie Schwill für die Leihgabe. Oh, Hit. Oh, Victini. Echt Gesicht für dich? Das stimmt. Victini VMAX. Das ist schon ein knappes Spiel, du Herr. Luxio. Ne, Luxra. Ohne Trapfel. Hast du jetzt gemacht? Ey, die Karte ist runtergefallen. Achso. Nee. Wo ist der Luxra? Du ist es.
Hast du denn noch den Plan? Ich hab doch noch den Plan, weil deine liegen so lang. Wenn ich dir nicht bezahle, müssen wir mir sagen, dass deine nicht geschifft hat, gell? Würde ich nicht machen. Stehen wir nicht vor der Tür. Wir gucken uns gerade zu, beziehungsweise gucken durch. Wir sehen nur nicht, dass wir rückstellen. Ha! Ha! Alter, was machst du denn? Puste, Alter, bin ich so langsam? Warum ist denn ein Bunder? Ein paar mehr als du. So liegt's. Ich hab noch 4 oder 5. Du hast jetzt noch 3 mit dem in der Hand. Kein Wunder, dass du mehr Hitze hast als ich. Aber wenn du die Maske aufmachst, kommt eine Hitze daraus. Das ist so wahr. Ja, weil du so heiße Tipps runterstellst. Ja, ich weiß. Nee. Das ist Wahnsinn. Ich bin jetzt hier schon der Hitze gerade. Nee, ich guck nochmal so. Ich guck schon. Ich riech. Du riechst? Okay, wie riecht's? Nach Hit. Nach Hit? Schön. Wer ist die Hit? Wie? Dir ist noch Hit. Wie? Okay. Gut. Ich muss ja erst lieben, ne? So ist es nicht. So, 3 habe ich noch. Right. Ich würde sagen, ich dürfte jetzt noch mal richtig scheppern. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es einfach noch einmal richtig scheppert. Mhm. Oh, alternatives Artwork im Polion. Alter Vater. Ist es hübsch? Ja. Alter, geil. So cool aus. Oh, und dann die Hose. Naja, mein ist halt ein Fuller. Ich hab halt einen Punkt mehr als vorhin. Jetzt zieh ich noch das Death Potar an das PG. Wenn jetzt das Death Potar Fuller alternatives Fuller zieht, dann hast du gewonnen. Alter. Er zieht noch ein Rainbow im Lashback. Kann man wohl machen, also werde ich doch zur Taube oder was. Und ich zieh halt noch ein Kapuriki, aber es ist jetzt sauknapp, hab ich das Gefühl. Ich verliere mal alles. Und dann gehe ich mal durch. Okay. Danny, ist das in Ordnung? Jo. Gut. Aber mit wem fangen wir an? Mir egal. Hast du tendenziell mehr Punkte als ich? Weiß ich nicht. Siehte. Okay, gut. Aber das sieht schon sehr gut aus bei dir. Rainbow waren 4, ne? Und Gold waren 5. Ja. Okay. 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 17, 20, 23, 27 hast du. Ja. 27. 2, 4, 6, 8, 10. Geht es erlaubt? 17, 20, 23, 26. Ich hab mit 1 Punkt verloren. Ja! Ich hab mit 1 Punkt verloren! Daniel, du wirst die Taube. Was geht ab, die Pummel, Freunde? Fuck! Piep! Das muss wirklich piepen. Oh, wuh! Wahnsinn! Was ein Battle, Alter! Alter! Wegen M Punkte jetzt, wirklich! Weil du Rainbow gezogen hast, Schatz! Bruder Rainbow gezogen. Warum kann die nicht mehr Punkte geben, die Full Art Alternativ Artwork? Keine Ahnung! Rainbow! Wir wünschen einen wunderschönen Mittwochabend. Das war das Battle of the Boxes 29. Das 30. wird irgendwas Besonderes. Mal gucken, ob wir das mit dieser Maske dann nicht verschieben und uns für das 30. was richtig Cooles übernehmen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht machen wir das einfach live. Nächste Samstag wäre der Lade zu. A live Battle of the Box aus dem Lade. Hättet ihr da Bock drauf? Und dann machen wir keine Booster Break? Okay, wir überlegen uns was. Ihr kennt nächste Woche Meldung, spätestens im Twitch-Stream. Ja. Übermorgen wisst ihr Bescheid. So ist es. Und dann morgen und take this. Also, der ist geil. Der ist cool, ne? Puh.
Aber ich habe noch kein goldenes Hundemond. Ich hab keinen Bock. Ne. Wir sind weg. Wir können rausschalten, also ich stecke jetzt sie. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.